Moin, moin, ihr Landratten. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Und willkommen hier zurück im Piratenlager. Und für diese Folge habe ich mir vorgenommen, mit ganz... Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, sag mal, hör mal auf hier zu labern, ich erzähl hier was. Das interessiert mich nicht. Ich habe mir vorgenommen, mit Piraten zu reden, zum Beispiel mit dem hier. Sieh an, ein neues Gesicht. Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich kann dir fast alles besorgen. Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Das ist doch schon. Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Danke für den Tipp. Dein Captain Greg, wie ist der so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Ja, das ist doch gut für dich, ne? Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen, das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand. Der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich hab mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Ja, das kenne ich ja schon, dass Greg seine Dinge vergräbt und dann mit dem X markiert und mit einer Spitzhacke kann man es dann rausholen. Francis? Was ist Francis? Was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Ah. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Der wird ihnen allen ordentlich in den Arsch treten. Also das mit morgen, das kennen wir ja schon. Gibt's was Neues? Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Gar nichts. Ja, lass uns handeln. So, was hast du denn Feines für mich? Amulett der Flammenbringer der Verteidigung. Ja, das ist jetzt alles irgendwie nicht so praktisch. Nö, aber ich kann ihm ja zum Beispiel Dinge verkaufen, wie zum Beispiel diesen Piratensäbel. Oder edles Schwert, 50 Stärke, 60 Schaden. Warte. Okay, also Wolfszahn ist die stärkste Einheit, die ich tragen kann. Die nächste, die ich tragen kann, wird die sein. Deswegen behalte ich die auch mal. Die brauche ich aber nicht. Den würde ich auch gerne behalten. Macht relativ... Aber den Degen der Banditen will ich behalten als Beweis. Genau, die Spitzhacke brauche ich zum Ausbuddeln. Ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Und das Zeug kannst du alles haben. So. Und dann... Wird sich das jemals ändern? Würde ich, glaube ich, das hierbei belassen. Und weiter mit Piraten reden, zum Beispiel mit... Glaubst du wirklich daran? Matt. Bist neu hier, was? Gut, wir können jeden Mann gebrauchen. Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle, ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Ja. Seit die Banditen da sind, kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist.
Ja, irgendwie sind das schon ein bisschen faule Säcke hier, ne? Ohne den Captain. Wie sieht's aus? Im Moment. Achso, Moment. Das war das. Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer dass sie mordsgefährlich und uns zahlmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkerlen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Ja, das könnte sein bei Banditen. Sieh an, ein Neuling. Und eine Landratte noch dazu. Hey. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Ey, ich hab die Barriere niedergerissen, ja? Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm ja bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Nee. Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Ich liebe das Teufelszeug. Gibt's was Neues? Warte mal. Nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Du Spaßvogel. Samuel war Richtung Norden hoch, ne? Also nach da rechts. Skip, hey, den kenne ich doch noch aus Corinis. Das ist doch der Typ, der... Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst am hast. ...am Meer saß. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Die Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Skip, richtig? Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die falschen Leute gehört. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Oh. Ah, sicher. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Naja, schlecht getroffen. Aber du bist ich es. Hätte das hey. Mach gemacht. Dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Ach so, du bist auch gesucht. Na denn, was machst du hier? Ändern? Hey, ich bin gerade aus Corinis zurück und jetzt warte ich darauf, dass Greg wiederkommt. Das habe ich noch gar nicht. Ich habe Greg in Corinis gesehen. Wirklich? Verdammt! Dann muss was schiefgelaufen sein. Er sollte eigentlich längst mit unserem Schiff hier sein. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich nach Corinis zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ich bin ja gerade erst hier angekommen. Ja, na klar. Nur keine Hektik, wenn es um Leben geht. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Die Banditen? Sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Wir waren bereit, jeden Preis für ein Fass herumzubezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. Zwei von unseren besten Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir. Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Das interessiert mich nicht. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings, ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Meinst du, ganz in der Nähe besser? Des Lagers. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort gehorcht, bringt er eiskalt um. Das ist doch schon lange bekannt. Raven, musst du dich in Acht nehmen, sage ich dir. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt haben. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück.
Glaubst du wirklich daran? Diese Schweine haben sie mit Sicherheit um die Ecke gebracht. Keine Ahnung. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Das ist doch alles Bill war nur ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Ihn nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben's mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ach, aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Verstehe. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker, was? Also gut, gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Banditenrüstung, ja. Da geh ich doch mal rein, oder? Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Naja, ich will nur die Rüstung und das ist ja eigentlich schon für einen guten Zweck. Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis ist unser Schatzmeister. Der Captain vertraut ihm. Deswegen hat er ihm auch wohl das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei. Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Samuel. Das war doch schon vorher klar. Kannst du mich nach Corinnes bringen? Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Don't drink and sail. Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Der kümmert sich um unsere Lagerbestände. Schade. Also er handelt hier nicht mehr. Hat er drüben gehandelt? Weiß gar nicht. Wie hieß der Typ? Bertram? Keine Ahnung. Baltram, genau. Mit Baltram hat er gehandelt. Hey, du. Aber alles klar bei dir? Nicht mit mir. Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corinnes geblieben. Süß. Die Leute dort wollen weg und er will zurück. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten, du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Du warst in Corinnes? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Eine wunderbare ABM. Sehr schön, auch die Piraten verstehen es, wie man Leute beschäftigt hält. So, ich wollte gerade gucken, ob es hier was gibt, aber da ist nichts. Und das hier sieht ja auch lustig aus. Eine Kanone. Kann ich die abfeuern? Nee, schade. Nun denn, dann ist das da oben ja die Hütte von Greg, so wie es aussieht. Ne? Die Hütte da oben, meinte Skip ja. Ah, und hier sitzt Francis, genau. Dann will ich da rein. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht,
was er angeordnet hat. Na, das klappt einige ja nicht von so. Den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen. Also zieh Leine, oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Moment, nee, ich gebe ihm kein Geld. Und herausfordern will ich ihn auch nicht, zumal ich eh nicht genug Geld habe. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Samuel kennt ja wohl ein bisschen Informationen noch über ihn. Und wenn ich mich nicht täusche, genau, muss ich oder soll ich von morgen aus den Strand im Norden säubern. Und wisst ihr was, nach dem ganzen Gelaber hier, nach der ganzen Langeweile in den Gesprächen, werde ich jetzt mal eine Runde speichern, damit das Ganze nicht umsonst war. Und danach den Strand im Norden von den Gegnern befreien. Das wird ja wohl hoffentlich noch zu machen sein in ein paar Minuten. Ach, siehst du mal, guck mal, Varane. Damit komme ich doch zurecht. Die kenne ich. Moment, und da hinten sind noch Lurker. Folgt mir mal. Ich habe da eine Idee. Genau. Ah, nein, warte. Warte. So, einmal alle bitte zu mir. Einmal alle hierher und dann... Genau das war der Plan. Großartig, ich liebe Flächenschaden. So. Zur Belohnung packe ich ein bisschen Gold aus dem Lederbeutel aus. Nee, zur Belohnung gibt's hier ein bisschen Butterfleisch. Ach, Blödsinn, was mache ich denn? 70, komm. 70er Trank, gutes, kenne ich nichts. Und dann 50er Mana Trank. Jetzt frage ich mich, ob die Höhle da wohl dazugehört oder nicht. Schauen wir mal. Liegt hier irgendwas rum? Nö. Ich sage einfach mal, sie gehört dazu und erforsche sie. Ein Schattenläufer. Ach komm. Ich habe noch nie mit einem Schattenläufer mich angelegt, ne? Ich versuch's einfach mal. Was passiert? Ah, okay. Ich habe über die Hälfte abgezogen mit zwei Zaubern. Das heißt, wenn ich ihm jetzt davonlaufe und meinen Mana wieder auffülle und ouch, und nochmal auf ihn zulaufe und ihm nochmal zwei Zauber reinhaue, dann habe ich ihn. Ist ja gar nicht so schwer. Wenn ich das mal gewusst hätte. In Corinnes drüben bei dem Steinkreis oben. Andererseits, hatte ich da schon den starken Zauber? Den hier? Das weiß ich gar nicht. So, 300 Erfahrung. Bisschen Fleisch, Fell. Ja, dankeschön. Und was liegt hier? Eine Spruchrolle. Zwei Tränke. Noch irgendwas? Eine goldene Halskette. Ja. Das nehme ich gerne mit. So. Das war ja gar nicht mal so schwer. Hier der Strand. Was sagt die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt Mittag. Das heißt, ich werde nicht allzu schnell zum Schlafen kommen. Also mache ich mir hier mal mich wieder heile. Dann brauche ich nochmal 20. Also. Dann bin ich voll geheilt und mein Mana ist voll. Und ich habe noch den halben Tag vor mir. Sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz mit Morgan quatschen. Der wird sich bestimmt freuen, dass ich den Strand gesäubert habe. Und dann, wo ist der eigentlich Samuel? Ach, das ist dann wohl die Höhle von Samuel. Ja, genau. Ach, komm. Ja, neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Francis. Ich will mit dir über Francis reden. Hör mir bloß auf mit diesem Möchtegern, Captain. Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Yep. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Captain geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Ich muss in Gregs Hütte. So, und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Gregs Sachen mitgehen lassen kannst. Es sei denn... Ja? Du hast was, was er unbedingt haben will. Ich weiß, dass Francis in einer verlassenen Mine im Canyon irgendwas versteckt hat. Hab mal mit ihm zusammen Wache geschoben. Er ist wie immer eingepennt und hat im Schlaf davon gefaselt.
Ich habe keine Ahnung, was er da verbuddelt hat, aber vielleicht ist es ihm so wichtig, dass er dich dafür in die Hütte lässt. Wenn der Captain wiederkommt und ein paar von seinen Sachen fehlen, zieht der Francis das Fell über die Ohren. Ja, das klingt gut, das mache ich. Ich will was Stärkeres, ne? Für den, wie ist er? Keine Ahnung. Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Nein. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ich bin kein Suchender. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken? Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Oh ja, bitte. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Ja, einer sollte reichen für den anderen. Ich kann bei ihm auch handeln, okay. Was gibt's Neues im Lager? Seit Greg weg ist, passiert hier nicht viel. Morgan und die meisten seiner Jungs lassen sich den ganzen Tag volllaufen. Der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Henry. Er zieht mit seinen Jungs die Palisade hoch. Wird Zeit, dass Captain Greg wiederkommt und diesem Francis mal ordentlich in den Hintern tritt. Ja, das glaube ich. So, wow, was? Wie gut. Der schnelle Hering ist so ein Schnelllauftrank. Genial. So, hey Morgan. Oh mein Gott, das sieht so... Leg dich wieder hin. Na dann, gut. Diese Plane sieht so großartig aus. Nein, Moment. Hey, so. Du. So ist besser. Ja. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Ah, guck mal. Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Natürlich. Hier hast du deinen Lohn. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Verstehe. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Oje. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Was für eine großartige Logik. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Nee, lieber nicht. Wer weiß, wenn die Banditen kommen, da will ich lieber nüchtern sein und meinen Arsch retten. Und vielleicht auch deinen. Ah, das Zeug ist gut. Mann, Mann, Mann. Hier stehen die Banditen vorm Tor und die Leute betrinken sich und tun nichts, nur weil der Captain nicht da ist und seine Reserve oder seine Vertretung es nicht auf die Reihe kriegt, den Leuten in den Arsch zu treten. Das ist doch traurig, ist das. Sowas, unter Piraten. Ich dachte, das sind Ehrenmänner. Ah, Brandon war es, genau, hier. Die letzte Sache in dieser Folge. Nimm diesen. Ah, geht runter wie flüssiges Feuer. Ja, ne? Jetzt kann er mir was beibringen. So, das war's aber, oder? Ich glaube, hier kann ich erstmal... Ne, hier habe ich noch einen gesehen, der da rumkämpft. Aber den spreche ich an das nächste Mal, wenn ich im Lager bin. Ich will jetzt erstmal doch mal in den Canyon reingehen und gucken, ob ich diese verlassene Höhle finde. In der Hoffnung, dass ich dann Dinge finde, mit denen ich Francis erpressen kann, damit ich an diese Banditenrüstung komme. Ne? So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich in den Canyon gehe und hoffentlich nicht von irgendwelchen Gegnern zerfleischt werde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.